Im ersten Ausstellungsraum sind Überreste verschiedener Tiere, verschiedener Nutztiere, die hier gefunden wurden an diesem Fundort in Sinschar. Hier sind Knochen von drei verschiedenen Tieren, nämlich einmal hier in der Mitte der Kiefer eines Schweins, hier ein Beinknochen einer Ente und ansonsten finden sich verschiedene Knochen von Hunden, zum Beispiel hier oder diese Kiefer auf der rechten Seite. Also Schwein, Hund und Ente. Aber nicht nur domestizierte Tiere gab es, sondern natürlich auch Wildtiere. Hier sehen wir Geweihe von Hirschen, und zwar von der Art Cervus unicolor. Ansonsten hier unten der Backenzahn eines Nashorns. Auch die waren hier verbreitet während der Bronzezeit. Und oben noch Zähne. Da steht Moschus Sp, was auch immer das sein mag. Auf Chinesisch steht da irgendwas mit Zwen, also Hund, aber naja, ich schlage es mal im Internet nach und schreibe es euch dann drunter in die Videobeschreibung. Auch Raubtiere gab es. Drehe ich einmal hier hin, wo der Herr gerade drauf zeigt. Das sind Zähne eines Tigers und rechts daneben der Kiefer eines Tigers. Entschuldigung für das grüne Abschwerband, aber es geht leider nicht anders. Eine Halle oder ein Raum weiter werden verschiedene Objekte des täglichen Lebens gezeigt, aber auch Schmuck aus Gold, aus Bronze und verschiedene Jadeobjekte. Aber hier erstmal ein Objekt des täglichen Lebens. Hier handelt es sich um einen Brunnen. Und zwar ist das ein getöpferter Brunnenrand, so quasi. Der war natürlich unten offen. Man musste den Brunnen auch damals in die Erde graben. Und es ist so, dass die quasi den Brunnen begrenzt haben und dass man innerhalb des Brunnens hat man an den Wänden und am Boden hat man Kieselsteine rausgelegt oder angebracht, damit, wenn man den Brunnen benutzt hat, halt kein Schmutz aufgewühlt wurde und damit das Wasser so ein bisschen sauberer war. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein so ein großes, tönernes, getöpfertes Gefäß, das einen solchen Brunnen oder ein solches Brunnenoberteil dargestellt hat. Wenn ich die Kamera jetzt mal zurückbewege, dann sehen wir auch ein rekonstruiertes Haus mit einer rekonstruierten Frau, die einen Wasserkrug trägt. Kleinen Moment. Jetzt muss ich nämlich etwas Abstand aufbauen, weil das ein bisschen größer ist. Genau, hier einmal das rekonstruierte Haus. Also es war so, dass zuerst die Pfosten aufgebaut wurden. Hier hinten an dem Ende müsste auch noch einer sein. Hier ist einer, neben der Tür und so weiter. Dann hat man ein Bambusgeflecht dazwischen aufgespannt, so einen Zaun. Dann hat man das Ganze auch so mit Ton oder Lehm verkleidet. Mit Feuer gehärtet wohl. Und zum Schluss hat man das Dach aufgelegt. Solche sehr großen Töpferwaren und Tongefäße waren scheinbar nicht so unüblich. Hier sind zwei Stück. Der linke, würde ich schätzen, ist ungefähr 1,20 Meter hoch, der rechte sogar 1,50 Meter. Was auffällig ist, dass die keinen Standfuß haben, sondern unten spitz sind. Das hat man bei relativ vielen Tongefäßen hier. Also es gibt natürlich auch Tongefäße, die man richtig konkret hinstellen kann auf ihren eigenen Fuß. Aber es gibt auch viele, die unten spitz zulaufen. Gerade bei solchen größeren Gefäßen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man die auch in die Erde eingelassen hat, um da längerfristig Dinge drin zu lagern. Ah,
Man hat nicht nur Überreste von Bäumen gefunden, sondern auch von Bäumen, die verarbeitet wurden. Hier sind hölzerne Bestandteile oder Bauelemente von Gebäuden. Und bei dem oberen Stück sieht man sogar hier, dass es ein bestimmtes Dekor trägt. Das könnten zum Beispiel Augen sein, das könnte grob ein Gesicht darstellen. Oder ansonsten sieht man so Einkerbungen, wo man vielleicht Balken auflegen konnte oder wo man die aneinander befestigt hat oder ineinander gesteckt hat. Also hölzerne Bauelemente. Aber nicht nur hölzerne Bauelemente hat man gefunden. Ich werde mal wieder einen hektischen Kameraschwenk machen. Nein, man hat sogar ein Holzwerkzeug gefunden, nämlich diesen Spaten oder dieses spatenähnliche Objekt. Das ist ungefähr 1,40 Meter lang und eines der wenigen Holzobjekte, auch die aus so einer frühen Zeit noch erhalten sind. Ich guck mal ganz kurz. Ist vom Übergang der Shang-Zeit zur Zhou-Zeit ungefähr, wird es datiert.